Guten Tag, liebe Modellbahnfreunde. Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserem zweiten Lokomotivtest begrüßen. Und wie Sie unschwer erkennen können, sind wir wieder in den Räumlichkeiten des Modellbahnclubs Frankenhain in Thüringen. Das erste Modell, das wir uns heute näher anschauen werden, ist das H0-Modell der Elektrolokomotive der Baureihe 1042 der Österreichischen Bundesbahn. Das Vorbild dieses Modells ist 50 Jahre alt und aus diesem Grunde hat die Marke Rocco sich entschlossen, eine Limited Edition, das heißt eine begrenzte Auflage, dieses sehr schönen Modells vorzustellen. Ich darf zunächst einmal die Verpackung vorstellen. Sie fällt dadurch auf, dass das Modell in einem silbergrauen Schuber enthalten ist, aus dem wir den Umkarton zunächst einmal herausnehmen müssen. Das sitzt sehr stramm, bietet aber natürlich hohe Sicherheit für dieses Modell. Ich ziehe das mal hier ab, kein Problem, lege das hier hin. Anschließend kann man den Deckel des Kartons hochheben und stößt dann hier auf das Zertifikat, in dem die Vorbildgeschichte der Baureihe 1042 in allen Details erläutert wird. Hier erfährt der Modellbahner, was er in den Händen hält, womit er sich beschäftigen kann, wie die Lok eingesetzt werden kann. Auch das darf ich mal hier rübersetzen. Als nächstes wird die bei der Marke Rocco übliche Schaumstoffplatte entnommen. Auch die lege ich mal hier drüben ab. Und dann ist das Modell zum ersten Mal sichtbar. Um es geschützt herausnehmen zu können, nimmt man die Folie in die Hand, ganz vorsichtig mit beiden Händen, und zieht das Modell sehr vorsichtig nach oben ab. Ich darf das mal hier ablegen. Sie sehen, ich kippe das Modell auf seine Räder, nehme diese durchsichtige Kunststoffhaube ab und das Modell ist frei. In der Farbgebung und Bedruckung des Jahres 1984 erscheint das Modell in Blutorange und Beige. Ich möchte hervorheben, dass die Trennschärfe der unterschiedlichen Lackierungsflächen außerordentlich präzise ist. Natürlich das Ganze kombiniert mit einer sehr präzisen Bedruckung, was auch sehr deutlich wird, wenn wir uns einmal die Frontansicht des Führerstands 1 hier anschauen. Sie sehen auch hier, die Lokomotive besitzt in ihrem Führerstand eine Inneneinrichtung, auch ein Lokführer ist vorhanden und, was auch wichtig ist, diese Lokomotive im Zustand von 1984 verfügt über einen Einholm-Stromabnehmer, der hier im Bild ist. Ich möchte dazu sagen, dass es auch andere Bauarten gab, da es bei dieser 1042 549, aber um das Jahr 1984 ging, hat man einen Einholm-Stromabnehmer verwendet. Die Lokomotiven der Baureihe 1042 waren Multitalente. Das heißt, die österreichischen Bundesbahnen konnten diese Lokomotiven multivalent einsetzen, ob im Güterzugdienst, ob im Schnellzugdienst, ob im Reisezugdienst oder sogar vor Wendezügen. Überall hat diese Maschine bewiesen, dass sie eine ideale Konstruktion war. Der Zustand des Modells widerspiegelt in etwa das Jahr 1984. Zur Ehre des Vorbilds dieses herrlichen Modells sei es gesagt, die Maschine war insgesamt 38 Jahre problemlos im Einsatz. Nun natürlich zu dem Spannendsten, zu dem, was den Modelleisenbahner sicherlich am meisten interessiert. Was bietet dieses Modell konstruktiv? Wie ist es aufgebaut? Und vor allem, was kann dieses Modell? Wie Sie sehen, habe ich die Schaumstoffplatte aus der Verpackung genommen und habe sie hier auf den Tisch gelegt. Sie wird sozusagen das Sicherheitsnetz sein, wenn ich mich gleich darum bemühe, das Gehäuse von der Lok abzuheben. Viele Modellbahner haben Angst,
dass dabei die Lok beschädigt werden könnte. Sollte mir das Modell entgleiten, so würde es hier auf die Schaumstoffmatte fallen und die Gefahr einer Beschädigung ist minimiert. Ich nehme also das Modell, setze es vorsichtig auf die Schaumstoffmatte. Anschließend nutze ich Zeigefinger und Mittelfinger beider Hände und setze sie unten an das Gehäuse an, während ich mit dem Daumen etwa in mittig Gehäusedach runterdrücke. Dann ziehe ich die beiden Seiten auseinander und ganz weich lässt sich das Gehäuse abheben. Wir haben hier nun den Einblick in das Innenleben dieses Modells. Das Modell repräsentiert den neuesten Stand der Modellbahntechnik. Das Innenleben wird zunächst erst einmal bestimmt durch den CIMO Sound Decoder, eine achtpolige Schnittstelle und einen Lautsprecher, der niederohmig ausgelegt ist. Niederohmige Lautsprecher haben den Vorteil, dass eine größere Lautstärke möglich ist und dass im Hinblick auf die Frequenz die Höhen und Tiefen des, so will ich einmal sagen, implantierten Sounds wesentlich deutlicher, prägnanter zum Ausdruck kommen. Nun zu all dem, was das Lok-Modell kann. Wir nutzen dazu natürlich die moderne Digitaltechnik und als Zentrale dient uns die Z21 der Marken Fleischmann und Roco. Wir werden jetzt also alle einzelnen Funktionen des Lokomotivmodells vorstellen. Ich gebe die jeweilige Funktion vor und mein Kollege, Diplom-Ingenieur Wolfgang Wutzmer, wird die entsprechende Funktion realisieren. F0, Licht einschalten. F0, Licht ausschalten. F1, Sound einschalten. Der Sound fährt jetzt hoch. F1, Sound abschalten. F2, das Lokomotivsignal in Form des Lokomotivhorns, hoher Ton. Es gibt auch eine zweite Möglichkeit, einen Tiefton darzustellen, F3. Funktion F4, Fernbetätigung der Lokomotivkupplung. Funktion F5, eine Funktion außerhalb der Lok, den Pfiff des auf dem Bahnsteig befindlichen Schaffners. Funktion F7, das sogenannte Kurvenpfeifen. Es handelt sich um jenes Geräusch, das erzeugt wird, wenn die Radkränze an den Schienenflächen reiben. Funktion F8, Sanden. Es ist die Funktion, wenn Sand vor die Radsätze gedrückt wird, um ein besseres Anfahren zu ermöglichen. Nun die Funktion F9, Betätigung des Lokomotivkompressors. Kompressor abschalten. Funktion F10, es ist wieder eine externe Funktion. Dargestellt wird eine Bahnhofsansage, Form 1, F10. Danke. Die Funktion F12 enthält eine zweite Möglichkeit einer Bahnhofsansage, F12. Bahnhofsansage Variante 2. Wir kommen nun zum nächsten Kapitel unserer kleinen
Testreihe. Wir werden jetzt die Geschwindigkeit messen. Wir benutzen dazu eine Messeinrichtung der Marke Märklin, die auf der Basis von zwei Lichtschranken funktioniert. Das heißt, die Geschwindigkeit unseres Lokmodells wird beim Durchfahren durch diese beiden Lichtschranken hier aufgenommen. Die Verwendung dieses Geräts hat den Vorteil, dass wir den subjektiven Fehlerfaktor im Grunde genommen völlig ausschalten. Ein subjektiver Fehlerfaktor würde sich maximal einschleichen, wenn wir beispielsweise eine Stoppuhr benutzen würden. Wir können hier also den Fehler völlig ausschalten. Der zweite Vorteil der Verwendung dieser Vorrichtung besteht darin, dass wir unabhängig von der Baugröße messen können. Das heißt, es ist dieser Messeinrichtung im Grunde genommen gleichgültig, ob wir in den Baugrößen H0, TT, N oder Z messen. Und der dritte Vorzug dieser Messeinrichtung besteht darin, dass wir unabhängig davon, ob wir ein analog oder digital funktionierendes Modell verwenden, diese Messeinrichtung einsetzen können. Wir werden jetzt die Fahrgeschwindigkeit des Modells testen. Das erfolgt auf digitaler Basis. Das heißt, wir legen 128 Fahrstufen zugrunde, werden in einer sehr niedrigen Fahrstufe testen, Fahrstufe 2, in einer mittleren Fahrstufe, Fahrstufe 64 und in der höchstmöglichen Fahrstufe, Fahrstufe 128. Wir testen also die Geschwindigkeit der Lok in Abhängigkeit von den Fahrstufen, nicht in Abhängigkeit von der Spannung, wie es im analogen Bereich möglich wäre. Wir haben unserer Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe der Digitalzentrale Z21 128 Fahrstufen zugrunde gelegt. Wir messen in der Fahrstufe 10 als der untersten möglichen Fahrstufe. Wir messen in der Fahrstufe 64 und wir messen in der Fahrstufe 128. Die Fahrstufe 10 haben wir deshalb wählen müssen, weil unterhalb dieser Fahrstufe die Bewegung der Lokomotive realistisch so langsam ist, dass wir den möglichen Messbereich unseres Geräts unterschreiten. Wir haben also feststellen müssen, dass wir die Fahrstufe 10 wählen mussten, um einen Geschwindigkeitswert festzustellen. Es spricht aber für die Lokomotive, dass sie auch unterhalb des Messbereichs unseres Geräts fahren kann, dann aber unglaublich langsam ist. Sie bewegt sich im Grunde genommen nur wenig schneller als ein Minutenzeiger auf der Armbanduhr. Nächstes Kapitel in unserem Lokomotivtest der Baureihe 1042 ist die Zugkraftmessung. Wir haben dazu eine sehr einfache, aber sehr sichere Vorrichtung geschaffen, und zwar ein Brett, auf dem ein Stück Gleis verlegt worden ist, auf dem unsere Lok steht. Von der Lok ein Seilzug, der über eine Umlenkrolle nach unten führt, und dort hängt jeweils unterschiedlich ein veränderbares Gewicht. Die Umlenkung über die Seilzugrolle erfolgt über eine Welle, die auf beiden Seiten spitzen gelagert ist. Die Umlenkrolle selbst, auch sehr leichtläufig gelagert, ist auf dieser Welle beweglich, sodass wir einen sehr geringen Reibungswert haben. Wir haben die Möglichkeit, aus diesem Gewichtssatz hier unterschiedliche Gewichte anzuhängen. Bei unserem ersten Versuch haben wir einmal 50 Gramm angehängt und werden jetzt versuchen, ob die Lok in der Lage ist, diese 50 Gramm zu bewegen. Erstaunlicherweise hat das Modell auch 100 Gramm fortbewegt. Ich bezweifle, dass das Gewicht weiter erhöht werden kann, aber wir werden den Versuch wagen und gehen auf 110 Gramm. Das war's.
100 Gramm sind ein Zuggewicht, das unsere 1042 nahezu problemlos bewältigt. Was nicht mehr geht, sind 110 Gramm. Hier hat die Lok ihre Möglichkeiten überschritten. 110 Gramm kann die Lok nicht mehr ziehen. 100 Gramm sind aber eine beachtliche Leistung. Wenn Sie das Gewicht einmal sehen, hier vor der Lok stehend, das ist das, was die 1042 einwandfrei bewältigt. Liebe Modellbahnfreunde, wir haben zum Abschluss die Baureihe 1042 in einem für Sie typischen Dienst eingesetzt, und zwar als Zuglokomotive vor einem 6-Wagen-Schnellzug, der in seiner Farbgebung und Beschriftung exakt unserem Modell entspricht. Dass diese Lok hier auf deutschen Gleisen unterwegs ist, mit diesem Zug, ist nicht ganz ungewöhnlich, weil die Loks von Österreich ja auch sehr oft in die Bundesrepublik kamen und oftmals mindestens bis München im Einsatz waren. Wir haben uns also entschlossen, hier noch einmal einen Schnellzug in Szene zu setzen, der durch eine bewegte Mittelgebirgslandschaft rollt.